Und willkommen zurück zu Imperion. Wir sind hier immer noch unter Wasser. In der letzten Folge haben wir hier schon gesammelt, wie verrückt. Weil wir neuen Treibstoff brauchen für unseren Bohrer. Dann nehmen wir hier hinten die eine auch noch mit. Und da knüpfen wir jetzt weiter an. Und ernten weiter. Natürlich sehr zeitaufwendig hier, das ist klar. Aber wir brauchen das nun mal, da unser Bohrer sonst nicht arbeitet. Wie gesagt, daraus stellen wir ja diesen Biokraftstoff hierher. Und ohne den funktioniert unser Bohrer nicht. Und ohne unseren Bohrer keine Erze zum Abbauen. Aber dass wir hier so viele hier unten finden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allen Dingen, wir brauchen hier immer 5 Stück. Ganze 5 Stück für einen Kanister. Stück für einen Kanister. Das ist schon ganz schön, ganz schön viel. Dafür müssen wir hier auch einiges sammeln. So. Sind wir doch auch schon fast am Ende. Das Sauerstoff haben wir zur Hälfte schon aufgebraucht. Wie gesagt, wir nehmen hier alles mit, was wir noch kriegen können. Müssten ja dann langsam auch mal zum Ende hier kommen. Ach nee, bei weitem nicht. Ja, hier alles noch weiter. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir brechen das dann ab. Weil, ja, wir müssen das ja auch noch umwandeln in Biokraftstoff und wir müssen auch wieder sammeln gehen. So, da sehe ich jetzt erstmal nichts weiter, weil die Sonne blendet auch ziemlich stark. Seht ihr ja hier. Ja, naja, da sind wir auch schon wieder am Ende hier. Kann man absetzen. Gerade eben irgendwas gefunden. Kann aber nicht sagen, was. Weil das Magnesiumlager hatten wir ja schon hier drüben. Na gut, dann flitzen wir mal zum Motorrad. Jetpack können wir mal ausmachen. Aha. Einen Alienzahn haben wir bekommen. Cool. Kann man die eigentlich auch abschießen? Muss mal probieren. Das Lenkverhalten von dem Ding, das ist immer noch die helle Freude. Ja, da gehen wir jetzt die Algen umwandeln. Und dann müssen wir schauen.
was wir als nächstes dringend brauchen. Hier seht ihr, hier habe ich die zwei Blöcke rausgenommen, um Rohstoffe dafür zu farmen, dass wir einen Bohrer bauen konnten. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel ich machen kann. Aber ein paar Kanister werden es schon werden. Produkt, das als Bestandteil für ein komplexes Endprodukt dient. Für mehr Informationen siehe Vorlagen Templates. Aha. Ein komplexes Endprodukt. So, die Nahrung ist auch schon wieder halb runter. Oder fast runter, nicht nur halb. Treibstofftank. Treibstofftank T2 hat dann mehr Inhalt, denke ich mal. Ne? Schalten wir mal frei. Eine Medizinstation, die werden wir auch mal freischalten. Einen Schwerkraftgenerator werden wir, denke ich mal, hier nicht brauchen. Generator T1 groß machen wir mal, ja. Im Moment eine Einheit. Kühlschrank T2 können wir auch machen. Raketenwerfer wäre auch sehr interessant. Nö, das braucht man nicht. Erstmal. Das brauchen wir. Das wollen wir auch mal machen. Webesystem war so ein Hoover. Worte habe ich so mitbekommen. Soll wohl nicht schlecht sein. Was ist das? Ein Holz? Vollernter. Aha. Ein Passagiersitz. Das ist wahrscheinlich mal interessant, so ein Teil dann zu bauen. Und dass wir dann vielleicht auf die Basis dann da hinten nochmal gehen, wo wir gewesen sind.
So, das war es erstmal eigentlich, ein Licht, dann weil ich unten gerade das Signallicht gelesen habe. Das wäre so erstmal an Punkten, die wir vergeben können. Basismäßig haben wir dann auch nicht mehr viel. Was ist das ATM? Noch eine Reparaturstation. Okay. Achso, ich wollte ja mal auf die Map gucken. Hier hatten wir die Eisenerzlage, hier hatten wir Magnesium, Kobalterz. Gut, da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hin und holen uns mal das Kobalterz. Das heißt, wenn wir hier einen Berg hochkommen. Ja, doch schon ganz schön nervig irgendwie mit dem Motorrad, dass das da hier nicht so richtig mag. Die Nachbarschlucht. Die Schlucht müssen wir hier rein. Ja, da hinten war diese Station, genau. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht hinkommen. Und da nichts machen können. Vielleicht können wir da ja ein bisschen was einsammeln. Aber hier vorne sind wir auf alle Fälle abgestürzt gewesen. Natürlich komisch, dass die Waffen nicht automatisch nachladen. Warum machen die das nicht? Und jumpen! Und ins Wasser. Nee, doch nicht. Gut. So kommt man da auf alle Fälle nicht rein. Gedacht, dass man mit den Tool hier dann wenigstens hier irgendwas zurückbauen kann, gell? Aber nö.
Ah, ich hab das, den Sprit vergessen, sehe ich gerade. Nee, eigentlich nicht. Okay. Gut, dann habe ich einen falschen hergestellt. Denn hier so? Ich hoffe, ich habe genug Munition mit. Natürlich alle leer, gell? Das ist natürlich vollkommen klar. Ja, wir haben noch ein bisschen Munition, das passt schon. Ich wusste ja gar nicht, dass hier jemand drin ist. Hätten die mir das nicht mal sagen können. So, wie viele kommen da jetzt hier noch? Wie viel Munition habe ich überhaupt noch? Ist da hier unten was Besonderes oder so? Nee, gell? Sieht jetzt eigentlich nicht so aus, ha? Baut sich aber auch nichts ab, gell? Gehen wir mal hier hinten hoch und gucken mal. Für Viecher drin rumrennen, ey. Die sehen irgendwie komisch aus. Aber wo sind wir denn hier?
Ich glaube, ich gehe erstmal raus. Ich glaube, ich gehe erstmal raus hier. Ich glaube, ich gehe erstmal raus hier. Das sind mir ein bisschen zu viele. Ich gehe erstmal raus. Geht weg, geht weg. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ich muss zu meinem Motorrad, ich muss weg hier. Das ist extrem. Gut. Gut. ja, wir wollen aktuellen Standort. Weil ich muss hier an die Basis, ich muss mein Zeug unten noch rausholen. Das war extrem, damit habe ich aber gar nicht gerechnet. Wo geht denn das jetzt hier rein? Hier vorne war das Geld, genau. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich das gar nicht wusste, dass man da reingehen kann und alles. So, ich hoffe, die haben jetzt keine neuen Türen in der Schnelle hergebaut. So, ist nichts wie raus hier. Ja, wie gesagt. Müssen wir uns, glaube ich, noch ein paar bessere Waffen zulegen. Die haben natürlich ganz schön unterirdisch gebaut, gell? Wollte ich jetzt mal so sagen. Ja, nichtsdestotrotz, die Folge ist vorbei. Ich werde jetzt noch offline nach Hause fahren. Ich werde jetzt offline noch nach Hause fahren. Wir müssen hier rüber, gell? Da müssen wir hin. Kann man hier nicht, nee, kann man nicht einen Wegpunkt setzen, das geht nicht, gell, nee. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen, lasst es euch gut gehen, bis zur nächsten Folge, ich hoffe, wir sehen uns wieder, bis dahin, tschüss.